Ja, schönen Nachmittag erstmal. Ja, ich denke, dass wir in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft waren. Versucht, den Gegner hochzupressen. Ja, Sprockhövel da ziemlich eingeschnürt. Sehr viel Spielkontrolle gehabt. Gehen dann mit einem schönen Angriff, mit einem öffnenden Ball auf die Außenposition. Erik Yakin setzt sich super durch. Nimmt den Kopf hoch, unser Stürmer Rumpi zieht den Raum frei, indem er den ersten Pfosten anläuft. Toll abgeschlossen, hat von Sinan Aygün 1-0, meiner Meinung nach verdient. Haben noch eine Riesenchance von Nick Flock, den der Torwart von Sprockhövel überragend hält. Da muss es eigentlich klingeln. Dann noch die Chance über Nick Flock, wo der Ball an den Pfosten springt. Wir dann, glaube ich, ganz knapp im Abseits stehen, schwer zu erkennen. Ja, gehen dann mit einem Gefühl in die Halbzeit, wo wir ein super Fußballspiel gemacht haben. Viel Kontrolle, präsent in den Zweikämpfen, ruhig im Aufbau. Sehr, sehr viele Sachen, die wir uns vornehmen, die wir trainieren. Aber trotzdem einen Wahnsinnsaufwand für nur einen 1-0, wo das Spiel noch nicht dicht ist. Und in der zweiten Halbzeit kippt das Spiel. Dann läuft Sprockhövel uns mehr an, wirken ein bisschen frischer. Eben meinten zwei der Spieler bei uns noch, dass ihnen in den ersten 20 Minuten ein bisschen schwarz vor Augen war, ein bisschen Kreislaufprobleme. Ja, soll aber keine Entschuldigung sein, sondern Sprockhövel hat es dann ja, meiner Meinung nach deutlich besser gemacht. Kommt dann zum 1-1, ich glaube mit der ersten richtig guten Chance. Und dann ist es ein Kampfspiel, ne, wo es in beide Richtungen ausschlagen kann, wo man das Gefühl hat, dass die Mannschaft, die das zweite Tor macht, wahrscheinlich dann auch als Gewinner vom Platz gehen wird. Unabhängig von der Leistung des Gegners sehe ich es einfach so, wir nehmen uns immer wieder vor, dass wir uns von negativen Ereignissen nicht so beeinflussen lassen wollen, sondern einfach weiter versuchen, unser Spiel dann durchzudrücken und die Reaktion der Mannschaft ja, auf das 1-1 war richtig gut. Wir haben dann einfach den Kampf angenommen, die zweite Halbzeit, ja, hat dann auch mal wehgetan, viele Wege, die dann gemacht werden mussten und ja, ich glaube, dann ein entscheidender Faktor ist, dass wir viel Qualität von der Bank gebracht haben, die uns dann nochmal ein bisschen frische Beine gebracht haben aufs Feld. Hat das Spiel wieder eine andere Dynamik bekommen. 2-1 identisch zum 1-0, ja. Und ja, dann hinten raus war es ein großes Kampfspiel. Fühlt sich zumindest nicht ganz unverdient an. Und trotzdem weiterhin viel Erfolg noch an euch hier. Dankeschön.